Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem neuen Hoteltechnik-Video. Ja, ich nenne es jetzt Hoteltechnik-Video. Ich bin wieder unterwegs und habe mir heute ein Thema rausgesucht, ein bisschen wieder aus der Kategorie Instagram, TikTok. Und Name habe ich noch keins, wie immer. Wenn ich das Video drehe, wisst ihr ganz genau, ich habe noch keinen Namen, deswegen. Und es geht eigentlich um die Thematik, was für Zeug hole ich permanent aus meinen Anlagen raus? Ja, es geht um die ganzen Reels und TikTok-Videos, die ich drehe. Und da sieht man die unterschiedlichsten Flüssigkeiten und, was ich da alles so raushole. Und viele stellen mir die Frage, hey, was ist das eigentlich, wie entsteht das und, ja. Ich habe ja in der Art und Weise schon immer wieder Videos gedreht, um zu erklären, was Verunreinigungen sind und solche Sachen. Aber ich gehe jetzt mal, oder versuche jetzt mal genauerst darauf einzugehen, wie sowas entstehen kann oder was das überhaupt alles sein könnte und wie ich auf solche Diagnosen komme. Die Frage ist nur, wo fange ich an? So, für die Leute, um jetzt die Leute mal abzuholen, die jetzt nicht Instagram oder TikTok haben, also die diese Videos aktiv nicht sehen. Es passiert immer wieder in meinen Videos, dass ich halt diverse Flüssigkeiten wirklich direkt aus dem Kältesystem raushole. Ja. Das erste und einfachste einmal, das kennt auch jeder, glaube ich, ist schwarzes Öl. Ja. Wie entsteht schwarzes Öl? Warum haben wir schwarzes Öl? Und was ist daran wichtig? So, wir haben es sehr, sehr häufig, dass wir seitlich bei den größeren habermetischen Verdichtern in Schorgas reinschauen und sehen, das Ding ist kohlrabenschwarz. Ja. Das bedeutet im Schorgas, wir können gar nicht mal wirklich mal den Ölstand kontrollieren, passt hier nicht. Ja. Und dann setzen wir in erster Instanz einmal einen Ölwechsel an. Ja. Meistens wissen wir ja eh schon, das schaut jetzt mal nicht so gut aus, aber wir wollen ja nicht den Punkt an die Wand malen oder sowas oder wie auch immer, ja, sondern wir lassen das Öl ab und diagnostizieren einmal, okay, was ist das überhaupt? Ja? Ist es jetzt Abrieb vom Verdichter? Der ganze Abrieb, die ganzen Späne, die verfärben Öl wieder schwarz. Ja? Und dann merkt man es aber. Punkt 1, gerade wenn ich ein Sieb drin habe und einen Magneten drin habe, dann merke ich, dass halt das Metallspäne sind. Oder wenn ich keinen drin habe, dann nehme ich einfach einen Magneten und fahre mit dem Magneten einfach mal durch das alte Öl durch. Ja? Und dann schaue ich, ob da was kleben bleibt oder nicht kleben bleibt. Ja. Dann kann ich schon mal die Diagnose stellen, okay, wir haben Abrieb. Ja. Dann ist natürlich die Frage, wie stark ist der Abrieb? Na gut, das ist halt wieder an der Front draußen, sage ich mal, festzustellen. Schwierig. Ja. Ich sehe die Kolben jetzt nicht, da müsste ich den Kompressor anfangen zum Zerlegen und, die Ventilplatten abbauen, um zu sehen, okay, woher kommt der Abrieb überhaupt? Kommt der irgendwo vom Gusseisengehäuse, dass der flüssiges Kältemittel durchgefahren ist und das einfach abgerieben hat? Ja. Oder kommt es immer von den Kolben, weil sie angerieben haben, weil das Ölmanagement nicht gepasst hat. Das wird dann immer ein bisschen schwieriger und komplexer und das wird sich auch jetzt hier in einem Video nicht ausgehen. Es geht jetzt hier mal darum, was habe ich so alles. Ja? Und bei diesem schwarzen Öl ist für mich wirklich wichtig, sind es Metallspäne oder ist es vielleicht, gerade bei einer neueren Montage, so in Richtung Lötzunder, irgendein Dreck in der Anlage drinnen. Weil so reagiere ich halt, wie ist meine nächste Vorgehensweise. Ja, wenn es Späne sind, dann schaue ich mal, okay, wie dickflüssig ist das Ganze. Ja? Sehr häufig ist es so, ihr lasst das Öl ab, ich schaue zeitlich in das Schauglas rein zum Beispiel und es ist noch immer dreckig. Heißt im Klartext, ihr müsst das Schauglas mal abbauen und das Schauglas putzen. Versuchen das ganze Ding auszusaugen, so gut es geht. Also gibt es so geile Varianten. Man nimmt einen Schlauch, man nimmt einen Kanister her und auf der anderen Seite hängt man die Vakuumpumpe an, zieht in den Kanister quasi ein Vakuum rein und hat man so wie einen kleinen Staubsauger. Man kann natürlich eine herkömmliche Pumpe dafür nehmen und versuchen halt so gut wie möglich alles sauber zu bekommen. Aber das kennt ihr auch schon, ich habe da ein Video mal gemacht, wie ich halt so ein schwarzes Öl halt rausgeholt habe. Ja. Das nächste ist halt, wenn es Schmutz ist, dann muss ich sagen, heißt das System spülen. Also das System irgendwie sauber zu bekommen. Ja, es gibt ja wirklich mittlerweile diese Burnflaschen und her, die halt für Verschmutzung, für Verunreinigungen da sind. Meistens nur rein mit Stickstoff wird es nicht funktionieren. Das heißt, ich würde halt ein Mittel nehmen, das sind meistens so brennbare Mittel, die dann auch komplett verdampfen beim Evakuieren, ja, die man halt durchspülen kann. Ja. Da gibt es mehrere Hersteller und
einfach mal googeln oder bei eurem Kältelieferanten einfach nachfragen, die empfehlen euch, da gibt es welche, das ist easy going. Dann das Ganze eben spülen und versuchen, halt so häufig wie möglich einen Ölwechsel machen. Ist ein Abrieb, müsst ihr wirklich versuchen herauszufinden, okay, wo kommt das eigentlich her? Ja, hat es einen Sinn, dass ich den Kompressor gleich tausche? Jetzt der nächste Punkt, wenn ich einen Ölwechsel mache, gerade bei größeren Anlagen, also ich rede jetzt hier von größeren Anlagen, und ich habe so Abrieb drinnen und ich habe wirklich ein stark verunreinigtes Öl, dann bitte vergesst den Ölabscheider nicht. Ja? Da stehen die meisten, die müssen ja vorgefüllt werden. Den, den wir jetzt zum Beispiel verwenden, da müssen wir halt 600 ml Öl reinfüllen. Das heißt, da stehen immer 600 ml Öl drinnen. Ja? Das muss auch weg. Ist er nicht, könnt ihr den nicht öffnen und ablassen, dann müsst ihr ihn tauschen. Das heißt, ihr müsst wirklich kalkulieren, bitte, dass ihr einen Ölabscheider mit reinnimmt. Ja? Und wenn ihr jetzt einen habt, wo ihr unten aufmachen könnt und das ganze Öl austropfen lassen könnt, heißt noch lange nicht, dass nachher die Funktion gegeben ist. Weil es kann ja sein, dass dieses Sieb zu ist, was da oben ist, das seht ihr nicht hin. Da seht ihr nur hin, wenn ihr ihn komplett auslötet und von oben reinschaut, dann könnte man sehen, das Sieb ist zu, aber von unten hoch sehe ich es leider nicht. Ja, das heißt, im Zweifelfall bitte immer die Ölabscheider mittauschen. Bei Späne ist es eine langwierige Geschichte, weil das ist so zäh, das Zeug. Das ist echt nicht lustig. Das zweite ist gelbes Öl. Das sagen die Leute immer, oder viele, mit denen ich rede. Ja? Gelbes Öl, das ist normal. Jedes Öl wird mal gelb. Gut, nein, ist es nicht. Grundlegend mit der Zeit kann es natürlich sein, dass das Öl sich natürlich verfärbt, auch durch Abrieb und durch vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit hin und her. Aber ich sehe manchmal lulu-gelbes Öl. Wie entsteht dieses lulu-gelbe Öl? Unser Öl ist ja normalerweise, wenn es neu füllt, durchsichtig. Ja? Und dieses lulu-gelbe Öl, ja, entsteht durch meistens Feuchtigkeit. Wenn Feuchtigkeit das Öl Feuchtigkeit bindet, ja, dann wird es lulu-gelb. Ja? Das heißt, das ist schon mein erstes Indiz dazu, dass ich ein Säureproblem in meiner Anlage habe. Da habe ich noch nicht einmal einen Säuretest gemacht oder sonst was in Richtung. Klar, man riecht es sehr häufig, weil eigentlich ist ja unsere Anlage, sollte, bis auf die ganze Propangeschichte, wir reden jetzt hier mal von normalen Standardkältemitteln, sollte es eigentlich geruchsarm sein. Ja? Aber ist es ja meistens nicht, weil wir halt Säure entsteht, weil wir einfach irgendwo Feuchtigkeit drin haben, weil der Filtertrockner nicht richtig gearbeitet hat, weil wir nicht sauber evakuiert haben oder weil einfach Leckagen am System drauf waren. Ja? Und dann passiert sowas halt einfach mal. Ja? Das heißt, wir haben jetzt mal das schwarze Öl, wir haben das gelbe Öl. Beim gelben Öl hilft, ehrlich gesagt, wirklich Ölwechsel machen und gegebenenfalls vielleicht einen Säurefilter machen. In diesem Zuge würde ich euch empfehlen, auch einen Säuretest zu machen, also einen Quicktest zu machen, um festzustellen, okay, ist Säure drin, ja oder nein. Bei dem Abrieb, nochmal kurz, um zurückzuschwingen zum Abrieb, dann Säuretest zu machen, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Weil das verfärbt natürlich auch gleich direkt einen Indikator an. Ja, das heißt, dann wird der dunkel und schwarz und ihr könnt es nicht mehr hundertprozentig analysieren mit einem Quicktest, ob da Säure drin ist oder nicht. Das heißt, in diesem Fall müsstet ihr das Öl nehmen und müsst es einschicken in ein Labor. Die können es natürlich prüfen, wie hoch der Wassergehalt drin ist. Ja? Aber diese Schütteltests da, die einfach ihre Farbe verlieren, wenn ich natürlich einen weltschwarzen Abrieb habe, was sollen die anzeigen? Ja? Außer schwarz. Ja? So, was wir noch hatten, was hatten wir noch so? Blaues Öl. Nee. Blaues Öl, nicht grünes Öl. Wir haben sehr häufig jetzt schon gehabt grünes Öl. Da waren auch wirklich Rätsel. Ich habe Kollegen und so erlebt, oh mein Gott, haben die geglaubt von der Firma, unseres Kompressorshersteller, der ja grün ist, ja, ist der Lack abgegangen. Ich habe gesagt, hey Leute, das ist mal eine ganz kurze Frage. Wie soll bei einer Anlage, die übrigens 20 oder 15 Jahre alt war, wie soll von außen der grüne Lack rein zum Öl kommen? Aber diese waren die Wiedenstheorie, ich habe relativ drüber gelacht. Und ich habe das, sage ich mal, relativ zügig feststellen können, weil wir haben immer wieder Undichtheiten bezüglich unserer Wärmetauscher auf unser Transfermittel. Transfermittel meine ich deswegen. Wir kühlen ja sehr häufig Sachen nicht direkt, sondern wir haben ja meistens noch einen Wärmetauscher dazwischen in unserem Kältesystem und gehen auf einen Glykol oder ein Silikonöl.
Das heißt, wir fahren quasi immer mit sogenannter Sohle. Sohle bedeutet nichts anderes, dass wir halt nicht direkt, wie gesagt, mit dem Kältemittel zur Kühlstelle jetzt hinfahren, ja, sondern dass wir quasi eine Sohle im Kreislauf laufen haben, sei es jetzt Wasser, sei es jetzt Silikonöl, wie in unserem Fall, sei es Glykol, ja, also Frostschutzmittel, ja, das fährt halt im Kreislauf herum und das kühlt halt die gegebenenfalls Stellen, ja, und kommt dann zurück zu unserem Wärmetauscher und dort nehmen wir dann die erste Wärmeenergie auf und bringen sie zu unserem Kompressor zurück mit unserem Kältemittel. Und wir färben grundlegend unser Silikonöl in Blau ein. Das machen wir deswegen, weil wir immer gesagt haben, um eine Undichtheit schneller zu erkennen, um eine Undichtheit schneller festzustellen, ja, tun wir Silikonöl blau einfärben, weil dann können wir es im Gegensatz zu Wasser klar definieren. Ja, das heißt, wenn ich irgendwo einen Fleck habe, kann es in unserem Fall natürlich Wasser sein. Wir fahren im Tieftemperaturbereich, wenn wir irgendwo eine Isolierung aufmachen oder irgendwas aufmachen, dann ist alles nass. Ja. Und deswegen kam mal irgendein intelligenter Mensch, ja, ich war es leider nicht, ja. Okay, wir haben Intelligenz gesagt, also war es garantiert nicht ich. Ja. Ich mache hier auch Fachvideos mit Hintergrundmusik. Also kann ich nicht so intelligent sein. Entschuldigung, diesen Wink musste ich geben. Ja, ganz kurz nur, ja, übrigens, vielleicht könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich habe noch nicht gewusst, dass ich wirkliche Fachvideos mache. Ich habe eigentlich immer geglaubt, ich mache einfach nur komische Videos, ja, wo ich einfach nur irgendwas erkläre. Also unter Fachvideos verstehe ich schon ein bisschen was anders, oder? Naja, okay. Entschuldigung, zurück zum Thema. Um das zu differenzieren zu können, ob das Silikon ist oder Wasser ist, ja, hat man das blau eingefärbt. Ja. Und das finde ich halt schon ziemlich cool. Aber wenn natürlich so ein Wärmetauscher undicht ist, ja, geht ja in erster Instanz natürlich das Kältemittel aus, weil der Kältemitteldruck höher ist als wie unser Druck, den wir im Silikonölkreislauf haben. Ja. Aber irgendwann ist das Kältemittel aus. Und wenn das Kältemittel irgendwann aus ist, dann wird natürlich das Silikonöl sich Schritt für Schritt langsam in unser Kältesystem rein verhuschen. Wenn natürlich noch irgendjemand auf die Idee kommt, Kältemittel draufzufüllen auf die Anlage und die Anlage wieder in Betrieb zu setzen, dann verteilen wir das auch noch wunderschön in dem System und dann mischt sich das natürlich mit unserem normalen herkömmlichen Kompressoröl. Schlecht. Was ist die Ursache? Die Ursache ist natürlich, Kompressor wird entweder sterben, weil natürlich die Viskosität unseres Öles mit dem Silikonöl natürlich überhaupt nicht harmoniert. Das heißt, irgendwann überhitzt der Kompressor, weil einfach keine Schmierung mehr vorhanden ist. Oder Öldruck, na, Öldruck hat bis dato, glaube ich, das ist natürlich keiner ausgelöst, wenn ich so genau darüber nachdenke. Weil einfach nur ja, der Öldruck wieder aufgebaut, er nimmt dieses Öl, was sich da unten vermischt, ja trotzdem und baut dort auch einen Öldruck auf. Das heißt, er hat einfach angerieben, weil einfach die Viskosität nicht gepasst hat. Ja? Und dann passieren Riesenschäden, weil dieses Zeug bekomme ich auch mit dem besten Spülen nicht raus. Auch wenn die ein oder anderen hier auf TikTok und auf Instagram auch schon mal gesagt haben, oh, das kann man alles rausspülen. Für die Leute, die sich schon mal mit Silikonöl befasst haben oder hin und her, ja klar, mit Bremsenreiniger, es ist alles irgendwie möglich, aber der Aufwand lohnt sich dann meistens gar nicht zu versuchen, das Zeug rauszukriegen, weil das Risiko einfach viel, viel zu groß ist, dass irgendwo noch was drin ist und sich das natürlich standardbedingt wieder irgendwie in unser System vermittelt. Also heißt das, alles neu machen. Ja, alles rausreißen, alles neu machen. Das sind dann immer diese Kurzvideos von mir, wo ich halt wirklich sehr viel Umbauten mache. Das liegt meist daran, weil wir zum Beispiel so einen Schaden hatten. Das Ganze kann euch natürlich auch in die andere Richtung passieren, natürlich auch bei normalen, stinknormalen Kaltwassersätzen und solche Geschichten, da passiert haargenau dasselbe. Ja. Wenn ihr da nicht aufpasst mit euren Verdampfungstemperaturen, wenn ihr da nicht aufpasst mit den Sicherheiten oder Glykolstand. Ich hatte mal einen riesen Schaden, wir haben so eine Soleanlage, da mit riesen Plattenwärmetauscher, ja, wo meine ganze Kühlhalde mit quasi mit der Sohle beaufschlagen. Ja, das ist normales Glykol drin gewesen, also ganz normaler Frostschutz mit Wassergemisch drinnen gewesen, weil wir verdampfen dort mit minus 10 Grad Celsius. Das deswegen brauchen wir auch den Frostschutz dazu. Ja. Das Problem, über die Jahre hat das irgendwie keiner so wirklich kontrolliert und es wurde immer wieder Mangel festgestellt am Wasserkreislauf oder beziehungsweise am Glykolkreislauf und man hat einfach mit den Jahren immer Wasser und Wasser und Wasser nachgefüllt. Es hat sich aber keiner irgendwie bemüht, irgendwann einmal diesen Frostschutzgehalt zu messen. Ja. Der ja war ja irgendwo Startwerk bei minus 25, minus 20 Grad Celsius, war ungefähr der Frostschutzgehalt, ja, das was wir aushalten. Ja.
Ja, aber nach 10 Jahren, wenn du immer nur regelmäßig Wasser gefüllt wirst, war natürlich dann der Frostschutzgehalt irgendwo nicht mehr vorhanden, weil irgendwann war nur noch Wasser drin und hat irgendwie kein Schwein darüber nachgedacht. Ne? Und dann ist natürlich das passiert, was wir fahren natürlich mit Minustemperaturen und wenn das Wasser im Plattenwärmetauscher drin ist und wir fahren da volle Kanone mit Minus rein, hat uns die gesamte Platten einfach von innen aufgesprengt. Das geht so schnell, Leute. Ich habe selber blöd geguckt. Wie ich einen Anruf bekommen habe. Ups. Ich glaube, da ist mal was passiert. Ne? Und so schnell konnte man auch gar nicht schauen, war das Wasser im Kältesystem. Und das ist, glaube ich, so eine der bisschen undankbarsten Arbeiten, das Ganze wieder rauszubekommen. Klar, bei so klein, etwas kleineren Kreisläufen, wo man Sohle-Kreislauf hat, kann man sehr schnell sehr viel neu machen. Ja? Wenn man halt hier kurze Rohrleitungen hat, wo man sagt, okay, man tauscht einfach die Rohrleitungen aus, weil sie kurz sind. Aber die Komponenten kosten natürlich auch ein Vermögen. Ja? Und das war halt auch eine Anlage, wo ich sage, der Kunde, puh, die Mega-Kohle hatte jetzt auch nicht gehabt. Ne? Und das waren halt dann schon, ich glaube, 8-Zylinder-Pizza-Verdichter. Wenn ich jetzt sage, ich muss jetzt alle Pizza-Verdichter rausreißen und haben wir versucht, wirklich mit Filtern reinigen, Burnflush, ich glaube, 4-5 Ölwechseln und haben mittlerweile die Anlage eigentlich relativ zügig in den Betrieb bekommen, haben halt dann noch im regelmäßigen Abstand ein paar Ölwechsel gemacht. Muss aber sagen, rennt sie sehr, sehr störungsfrei und auch natürlich wird jedes Jahr jetzt bei dieser Anlage automatisch einen Säuretest gemacht oder einen Öltest gemacht, um irgendwelche Folgeschäden ausschließen zu können. Ja. Aber das sind eigentlich so meine Standardflüssigkeiten, die ich eigentlich aus den Anlagen so raushole. Ja, also mehr ist es nicht. Ja. Klar, wir holen schon mal irgendeinen Sand raus aus dem System, weil sich ein Filtertrockner zerlegt. Wir hauen irgendwelche Dichtmittel, die irgendjemand mal reingeschmiert hat, die sich verflüchtigt haben ins Kältesystem. Also wir holen auch schon unterschiedlichste Sachen raus. Ja? Hier in der Türkei, wo wir jetzt waren, wo wir dieses ganze Lötzinn, was da reingepfropft ist, in das System rein, auch das haben wir rausgeholt. Aber im Großen und Ganzen arbeiten wir sehr viel mit den ganzen Flüssigkeiten da drinnen. Und man merkt halt wirklich, dass da sehr viele Schäden im Laufe der Zeit passieren. Ja? Und das, was uns passiert, klar, wir arbeiten hier in einem anderen Temperaturbereich, wir arbeiten damit vielleicht aggressiveren Umgebungen, wie auch immer. Ja. Aber das sind genau dieselben Sachen, was anderen Leuten auch passieren. Also ich habe schon so viele Rohrbündelwärmetauscher kaputt gesehen, weil einfach mit Kavitation die Wasserseite halt so reingeschlagen hat, dass er richtige Furchen in den Rohrleitungen im Wärmetauscher verursacht hat. Ne? Und irgendwann ist er durchgeschlagen. Ja? Irgendwann geht das Kältemittel in den Wasserkreislauf. Gut, das dampft da irgendwann mal aus und geht über wahrscheinlich ein Entlüftungsventil, in den meisten Fällen sogar hinaus. Ja? Aber wenn das dann draußen ist und das natürlich keiner rechtzeitig bemerkt, dann kommt natürlich auch noch das Wasser in unser Kühlsystem hinein. Und das ist normalerweise der purste Untergang. Wenn man nicht schnell handelt, also wenn man schnell handelt, dann kann man es gegebenenfalls noch retten. Ja? Obwohl ich habe auch schon Anlagen gehabt, die sind, weiß ich nicht, schon so lange Schaden gehabt und trotzdem ist dieses Ding einfach weitergelaufen. Also unglaublich gewesen, was manche Anlagen wirklich tatsächlich aushalten. Und dann schaust du mal einen Kältekompressor mal nur schief an oder beleidigst ihn verbal und der Kältekompressor macht den hier. Also Flüssigkeiten oder Fremdflüssigkeiten in unseren Kältesystemen ist ein riesen No-Go und es ist halt immer schwieriger und jetzt vor allem auch natürlich im Wärmepumpensektor für alle Leute, die Wärmepumpen machen, natürlich ganz klar, ihr habt einen Plattenwärmetauscher zum Beispiel, einen Wärmetauscher, der zum Wasserkreislauf geht. Es gibt zwar mittlerweile auch gerade bei Wärmerückgewinnung und so gesagt, gibt es natürlich jetzt mittlerweile Boiler, die doppelwandig sind. Das bedeutet halt, hast einen schlechten Wärmerückgang, aber du bist getrennt, also wenn du undicht wirst, dann hast du nochmal eine Trennung quasi zwischen deinem Kältemittel und dem Wassersystem. Ja. Aber in den meisten Fällen, wenn ich irgendwie Plattenwärmetauscher schon eingesetzt, da habe ich es natürlich nicht. Ja. Und wenn ich dann natürlich einen Fehler mache, gerade im Winter, gerade wenn ich keinen Frostschutz aufschlage oder wenn ich jetzt nicht aufpasse, dass ich einen Frostschutz halten soll, ja, wenn ich jetzt eine Wärmepumpe installiere, mein Sommerhäuschen, das ist blöd gesagt, ne, und ich lasse das Wasser ab, aber ich entleere nicht meine Wärmepumpe, die ich dort montiert habe, dann wird mir höchstwahrscheinlich, wenn ich jetzt hier den Strom auch noch abdrehe und hin und her, der Plattenwärmetauscher auffrieren. Und dann ist natürlich die Gefahr, dass das Wasser ins Kältesystem reinkommt und dann kann ich das Ding nicht mehr wegschmeißen.
Ja, gerade bei den Wärmepumpen mit vollhermetischen Verdichtern und vielleicht auch noch zusätzlich. Und ich mache ja auch dieses Video jetzt, weil halt sehr viele gefragt haben, was das für Medien sind. Also im Prinzip ist es meistens nur irgendein Öl. Also eigentlich mein Kompressoröl gemischt mit irgendwelchen anderen Sachen, was eigentlich dazugehört. Aber wenn man jetzt ein bisschen über das Video nachdenkt, gerade in der Zeit, wo jetzt so viele Wärmepumpen halt montiert werden oder gerade in der Zeit, wo wir halt immer mehr und immer mehr in den brennbaren Bereich gehen, also in die brennbaren Stoffe gehen, das heißt im Umkehrschluss, wir werden immer mehr und immer mehr mit sogenannten Chillern oder mit sogenannten, Kaltwasser setzen, Entschuldigung, dass ich dieses Wort auch noch rauskriege, immer mehr und mehr mit diesem Bereich zu tun haben. Ja, weil wir halt nicht mehr so viel mit Direktverdampfung fahren werden, um die Füllmengen einfach drunter zu bekommen. Ja, dadurch werden halt auch neue Probleme wahr. Und diese neuen Probleme sind halt, wir müssen auf unseren Wärmetauscher achten. Das heißt, auch hier wirklich Pulsierungen beachten. Das heißt, unsere Kältemittelgeschwindigkeiten müssen wirklich früher durch einen Lamellenverdampfer, ob das ein bisschen zu schnell durchfährt oder ein bisschen zu langsam durchfährt, ja, vollkommen irrelevant gewesen. Ja. Mittlerweile ist es so, dass bei einer Plattenwärmetauscher, wenn wir da hier komische Geschwindigkeiten haben, das Ding schlagt sich durch, so schnell kann ich nicht einmal irgendwas sagen. Das ist wasserseitig als auch Kälteseite. Es betrifft beide Seiten. Ja. Das heißt, man muss da nicht immer irgendjemand Schuld geben, der das Wasser angeschlossen hat, hat das nicht bedacht. Ja, es kann auch von der anderen Seite kommen. Ja, weil wir irgendwelche Druckregler nicht einbauen oder weil wir mit Geschwindigkeiten da durchfahren, für das das Ding gar nicht ausgelegt ist. Also ich kann nicht einfach hier zum Baumarkt gehen und sagen, hey gut, ich brauche diesen Wärmetauscher hier. Ja, komm, nimm mir den baue ich einfach ein, dann mache ich mir jetzt hier eine Wärmepumpe selber und. Ja. Klar, vieles geht. Man kann basteln und es geht auch oft gut. Ja. Aber wir wissen alle miteinander, wenn es dann nicht gut geht, dann fragt man sich, oh, warum und wieso, weshalb. Und deswegen versuche ich jetzt schon mal über das Video, das kann ziemlich bitterböse nach hinten losgehen. Und genauso ist es Säure im System zu haben. Das ist auch noch ein sehr, sehr großer Grund, wenn der Kompressor schon nicht aussteigt, ja, wo es ja normalerweise immer den Kompressor erwischt. Es können auch die Wärmetauscher, vor allem wenn sie sehr, sehr dünnwandige Wärmetauscher sind, also wenn sie wirklich sehr dünn sind, ja, dann kann natürlich passieren, dass wir durch ein anderes Mal irgendein Kupfer durchfrisst im Worst-Case-Szenario und wir dadurch natürlich dann das Medium in unser Öl reinbekommen. Aber dann muss ich mir die Frage schon stellen, okay, warum habe ich überzeugeres Öl und wie komme ich dazu? Das heißt, ich suche euch alle, macht Sauberwartungen, kontrolliert eure Anlagen, kontrolliert es wirklich auf Ungewöhnlichkeiten, gerade wenn ihr Ölschaugläser habt, schaut da mal rein, guckt mal in die Feuchtigkeitsindikatoren hinein, dann kann man meistens solche Schäden, die ich jetzt derzeit habe mit den Anlagen immer wieder, ja, kann man relativ gut vermeiden, wenn man halt regelmäßig auch mal nachschaut und wenn man ein Leck hat, ja, nicht einfach mal alles drauf füllt, sondern auch immer mal checkt, okay, warum habe ich ein Leck, wo habe ich ein Leck, kann ich mit der Feuchtigkeit reinziehen, kann da Säure entstehen und was kann das dann für Ursachen haben? Und in diesem Sinne, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, ja, auch wenn es kein Fachvideo war. Schreibt mir ruhig in die Kommentare rein, was für skurrile Flüssigkeiten habt ihr auch schon aus den Systemen rausgeholt. Ja? Würde mich interessieren, was die anderen Leute rausnehmen. Ich habe jetzt mal ein bisschen über mein Öl gesprochen, aber da gibt es noch viel, viel andere Sachen, die man so aus Kälteanlagen oder von mir so auch aus Heizungsanlagen rausholt. Ja? Also man muss ja nicht immer nur von der Kälteanlage aussehen. Dasselbe Problem haben ja auch andere. Und wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr kein Like da lasst, nur weil euch die Hintergrundmusik nicht gefällt, ja, ich bin euch nicht böse. Ich werde auch so überleben. Und in diesem Sinne, macht es gut, Leute. Ciao, ciao.